Diese neue Klage geht über das bisher Eingeklagte hinaus. In diesem Fall geht es ganz konkret darum, zu dokumentieren, dass der ESM auch massive Auswirkungen auf die Länderhoheit hat. Und zweitens, es geht uns darum, zu verhindern, dass deutsches Steuerzahlergeld für die Hilfe von Banken eingesetzt werden kann. Wir wollen nicht, dass deutsches Steuerzahlergeld für Private in Spanien zur Verfügung gestellt wird. Es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass diese Rettungsmaßnahmen mittlerweile auf den Retter selbst durchschlagen. Das heißt, derjenige, der Milliardenhilfen verspricht, wird am Ende diese Milliarden selber nicht mehr haben und wird damit am Ende selber die Kreditwürdigkeit verlieren. Ich glaube auf alle Fälle, dass wir im Rahmen des Möglichen politisch etwas bewegen können. Die Verfassungsrichter werden es sich nicht leicht machen. Und wenn wir nur dazu beitragen können, dass einige Dinge etwas nachjustiert werden, dass man etwas genauer hinsieht bei der Übergabe deutscher Hoheitsrechte, dann ist ja schon was gewonnen. ESM und Fiskalpakt stellen mittelfristig eine Finanzdiktatur dar, das heißt, Bürokraten in Brüssel können ohne jede demokratische Legitimation durch die Bürger Geld abrufen, und zwar europaweit aus den Ländern der Eurozone, von den Steuerzahlern. Die Bürger können sich am Ende nicht mehr dagegen wehren. Es ist eine Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Wir wollen wieder ein Europa, wie es bei der Einführung des Euro versprochen worden ist. Eigenverantwortung, jeder haftet für seine Schulden selbst. Und noch möglichst viel Souveränität der Einzelstaaten, möglichst viel Souveränität der Regionen. Das heißt, wir wollen passgenaue Lösungen vor Ort und keinen verordneten Euro-Zwangszentralismus.